Venices Filmfestival. Frankfurt am Main. Sommer! Film! Läuft, juhu! Sehr gut. 2 Minuten in der Zukunft. Ja, das stimmt. Irgendwer muss anmoderieren, ne? Wir haben jetzt so viele Gäste hier. Ich? Ne? Also. Gut, also, dann mache ich das jetzt. Also, verehrte Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder und alle, die sich sonst angesprochen fühlen wollen, herzlich willkommen beim Kompendium des Unbehagens und eventuell noch bei anderen Podcasts. Wir haben es vorher nicht abgesprochen, vielleicht ja, der doch. Folge noch irgendwo anders. Aber bei mir sind ganz, ganz viele wunderhübsche Menschen. Bei einem bin ich mir nicht sicher, den kann ich gerade nicht sehen, aber die anderen sind es auf jeden Fall. Der eine, den ich nicht sehen kann, ist Daniel. Hallo. Hallo. Und der wunderschöne Mensch Nummer 1 ist Thomas. Hallo. Der wunderschöne Mensch Nummer 2 ist Max. Hi, Dio. Gute. Der ist, ist gerade sehr leise, aber egal. Echt? Und der letzte wunderschöne Mensch ist, ja, wie heißt er denn heute? Olaf? Ach, ich bin doch kein Wikinger hier. Johannes, Robert, Michael, Joachim, Hans, Martin Schleier, irgendwie sowas. Genau, herzlich willkommen. Snufkin El Pacino. Genau. Ja, das versteht jetzt ja. keiner, der den Podcast hört. Das versteht jetzt keiner, aber es ist lustig, weil ich diese Paarung hier von Roberts Bild hinten mit einem Plüsch-Snufkin und im Hintergrund nebendran Al Pacino, der ihn so von der Seite so anguckt, so was machst denn du da? Das ist schon ein gutes Paar, ne? Also, sehr sympathisch. Ja. Genau, aber wir sind hier heute virtuell zusammengekommen, um über mehr oder weniger erfreuliche Dinge zu sprechen. Und zwar erstmal über einen Film. Und zwar ein Nippon Connection Film. Denn wir waren alle mehr oder minder aktiv am Schauen bei der Nippon Connection. Hm. Wollt ihr vielleicht einmal ganz kurz vorher reinschreien, ob es euch gefallen hat? Es war total großartig und ich habe eine alte Tradition weiterführen können. Ich habe den späteren Siegerfilm nicht gesehen, wie immer seit 10 Jahren. Für mich war das welcher war das dann? Das habe ich gar nicht mitbekommen. His. Ah, okay. Mhm. Ah. Ja. Für mich war das jetzt so das erste Mal tatsächlich. Also jetzt nicht nur nicht nur persönlich anwesend, sondern auch digital überhaupt. Und ich fand das super interessant. Aber habe auch ein bisschen nachgetraut, wie viel ich zappeln musste. Aber ansonsten, das ging noch im Budget noch rein. Also es war ganz wunderbar. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich fand das auch sehr schön, wie viel Austausch auch entstanden ist dadurch. So, wenn man auf Twitter ständig mit Leuten geschrieben hat, hey, was guckst du dir da gerade an? Ja, das. Und dann so noch kurz bevor das Festival dann zu Ende geht, dann noch schnell sich noch was ausleihen, bevor es vorbei ist. Das fand ich doch schon ganz schön. Auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ich meine, preislich ist es ja eigentlich ganz okay, wenn man, also vor allem, wenn man jetzt so drauf ist, so wie Michael, der sich einfach gefühlt jeden Film anschaut auf der Nippon Connection, dann lohnt sich's auf jeden Fall. Aber ich schätze mal, du hast sowieso wahrscheinlich eine Akkreditierung bekommen, oder? Ich weiß ja, nicht. Ja. Ich war da sehr kostengünstig bei und ich habe tatsächlich fast alles gesehen. Ja, genau. Nicht schlecht. Und ein paar Sachen kann ich mir jetzt hier noch anschauen. Also ein paar Sachen sind zum Beispiel schon auf Netflix raus oder auf DVD raus. Die kann ich mir nachträglich noch anschauen. Zum Beispiel den Sumiko Godashi-Film. Ich glaube, so heißen sie. Der sah nämlich so niedlich aus. Und dann habe ich gesagt, oh, der ist hier schon auf Netflix. Ah, okay. Also auf dem japanischen Netflix, oder? Ja, auf dem japanischen Netflix. Auch keine Untertitel und nix. Aber ich glaube, einen Kinderfilm schaffe ich gerade noch auf Japanisch. Aber Robert. Genau. Ja, ich wollte mich nicht vordrängeln. Also ich bin ja jetzt seit 2018, war ich das erste Mal auf der Nippon Connection, habe ich nur 2 Filme gesehen. Da bin ich, glaube ich, wahrscheinlich irgendwann an dir mal vorbeigelaufen, Michael. Da kannten wir uns ja noch nicht. Und genau, dann 2019 war ich etwas mehr dabei, habe da ein paar Leute gesehen, habe mich dann gefreut, nächstes Jahr wieder Leute zu sehen. War dann nächstes Jahr traurig, keine Leute zu sehen, beziehungsweise nur digital. War natürlich trotzdem sehr spaßig und freue mich jetzt auch doch wieder Leute zu sehen, nachdem ich ja bei den Schöner Denken-Episoden es leider nicht immer, also war einfach die Woche ein bisschen viel. Ich habe auch leider nicht ganz so viele Filme jetzt geschaut, wie ich gerne gesehen hätte. Aber es war doch wieder eine schöne Zeit,
Ich bin um viele Filme froh, die ich gesehen habe. Ein wirklich schlechter war nicht dabei, würde ich sagen. Mhm. Und genau, habe jetzt nicht zu allen irgendwie mega viel interessante Dinge wahrscheinlich anzumerken. Mal sehen, wie es bei diesem hier aussieht, den wir jetzt besprechen werden. Habe ich ja auch schon gesagt. Werden wir sehen, wie viel ich da zu beitragen kann zu eurer Diskussion, zu eurem Fandom. Ja. Mal schauen, mal schauen. Also ich weiß, Max und ich lieben diesen Film ganz innig. Und ich weiß noch nicht genau, wie es bei Daniel und Thomas aussieht. Aber ich glaube, die fanden den vielleicht auch ganz gut. Da müssen wir mal schauen, aber das, wir werden schon ein bisschen was zusammenkriegen und auch du wirst sicherlich auch die ein oder andere Meinung dazu haben. Aber ja, das war jetzt auf jeden Fall der Film, den wir alle gesehen haben. Und müssen wir den halt auch besprechen in dieser Konstellation. Worum geht's denn? Keiner sagt den Titel. Okay, es geht um It's a Summer Film oder im Original Summer Film Ninotte. Ja, genau. Und ein Debütspielfilm von Soshi Matsumoto, der hat vorher schon ein bisschen Musikvideos, Kurzfilme, Fernsehen und so Kram gemacht und das ist sein Debüt-Langspielfilm mit ein paar Schauspielern, die schon ein bisschen was gemacht hat, aber ich glaube die einzig bekannte ist Marika Ito, die Hauptrolle spielt, die vor allem bekannt ist, weil sie vorher bei der Idol-Gruppe Nogisata 46 war. Mhm. Ja. Und so viel, glaube ich, zum Personal. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch nicht Daniel und Thomas' Meinung so einschätzen können, würde ich doch sagen, fragen wir mal Thomas als erstes. Thomas. Ja, es gibt sehr viel Gutes zu sagen. Das kann ich schon mal sagen. Also es ist eigentlich ein klassischer Highschool-Film und es gibt halt so ein Highschool-Projekt und das ist halt, dass ein Film gemacht wird. Der Film ist auch schon ausgesucht. Und das ist natürlich das hübscheste und beliebteste Mädchen, das diesen Film macht. Und das ist wie immer eine Highschool-Liebesgeschichte. Und der wird auch schon produziert. Aber es gibt auch so ein paar Outlaws, die eigentlich andere Pläne hätten in dieser Schule. Und zwar ist das die Schülerin Barefoot. Und das ist tatsächlich die von dir angesprochene, schon ziemlich bekannte Darstellerin, die, ich sag nochmal, wenn ich den Namen nochmal finde hier, genau, Marika Ito. Genau. Und die hat aber eigentlich ganz andere Vorstellungen. Die findet so Liebesfilme total langweilig und steht ganz, ganz stark auf diese klassischen Samurai-Filme. Und dann überlegt sie sich, sie hat schon so ein ganzes Drehbuch. Sie wüsste genau, wie dieser Film aussieht. Und sie hat auch Freundinnen, die sie da unterstützen. Aber sie hat halt auch keinen Hauptdarsteller. Nicht so, wie sie sich das vorstellt. Sie hat ihn schon skizziert und aufgemalt. Sie weiß genau, wie er aussehen müsste. Und dann sitzt sie offensichtlich wie so oft im Programmkino und sieht einen der alten Samurai-Filme und da sitzt ein paar Reihen vor ihr ein junger Mann, der genau so aussieht, wie sie sich ihren Hauptdarsteller vorstellt. Und plötzlich kommt dadurch ihr eigener Film, den durchzuziehen in greifbare Nähe. Und im Grunde brauchst du ja nicht viel mehr als Leidenschaft, ein bisschen Glück und ein iPhone, um diesen Film zu machen. Also legen sie dann tatsächlich los. Und das ist unglaublich charmant und das ist sehr, sehr schön, wie es dann entsteht. Der Film hat, wie manche japanische Filme, einen handgemachten Charakter. Also manchmal sehen die japanischen Filme, wenn sie kein sehr großes Budget haben, auch nach einem nicht sehr großen Budget aus. Hier ist es tatsächlich Teil des Charmes, würde ich sagen. Und er funktioniert dann auch tatsächlich sehr gut. Es ist ein Film über das Filmemachen mit viel Film im Film, nicht nur über den Film von Barefoot, sondern auch der Film, der parallel als offizieller Film von den anderen Schülern gedreht wird. Und das Ganze bekommt auch noch eine Science-Fiction-Ebene. Und das ist dann der Punkt, wo es dann auch ein bisschen schwierig werden könnte, weil die natürlich eine Ebene ist, die wird nicht ernsthaft durchgezogen. Wir haben es mit einer Zeitsprung-Ebene, Zeitreise-Ebene zu tun. Und die muss man einfach lächelnd
akzeptieren und darf die nicht hinterfragen. Wenn man die hinterfragt, dann bröckelt der ganze Film so ein bisschen zusammen. Wenn man das einfach so in Ruhe lässt, wie es ist, dann funktioniert der Film weiter. Sehr schön. Daniel, wie sieht's denn bei dir aus? Genau, also mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Du hast mir ja schon empfohlen, Michael. Und ich habe mich schon gefragt, so wieso empfiehlt der Michael mir gleich den Film? Was natürlich an den Satuichi-Zitaten liegt, die in dem Film vorkommen, da wir ja öfters schon über die Satuichi-Filme gesprochen haben und eigentlich noch einen ganzen Batzen vor uns haben. Ich wollte gerade sagen, wir müssen bald mal wieder. Ja, das stimmt. Ja. Genau, ich habe auch noch nicht weitergeguckt in der Zwischenzeit. Also. Ich auch nicht. Genau. Und ja, ist natürlich also das Gesamtpaket super schön, wie in vielen Reviews ja schon drüber geschrieben wird, einfach ein super Film übers Filmemachen, also wirklich einer, bei dem man die Leidenschaft auch so wirklich rausspürt. Aber interessant, Thomas, dass du sagst, so ein Film, bei dem man dieses Handgemachte und dieses ein bisschen rohere quasi spürt, wohlgemerkt bei gleichzeitiger unfassbarer Schönheit aller Darsteller, die in dem Film vorkommen. Und das Lustige ist halt, dadurch, das ist ja eigentlich, was man oft aus diesen total glatt gebügelten Bonbon-Filmen kennt, wo alles irgendwie mit so einem Softfilter aufgenommen ist. Aber hier, da clashen wirklich zwei so Welten aufeinander. Eben einmal hier Marika Ito als Ex-Idol, muss man sagen. Die da auch unglaublich jung aussieht. Also ich glaube, die sieht, ich habe auch mal geguckt nach Fotos von ihr, die hat ja auch schon ein gewisses Alter scheinbar, aber dieser Bushikose Kurzhaarschnitt, da sieht die, glaube ich, noch mal viel, viel jünger aus, als sie tatsächlich ist. Ist so lustig, weil ich habe den Film zusammen mit meiner Frau geschaut und sie meinte dann auch schon so, ja, die hat schon so ein absolutes Idol-Gesicht. Also so die Art von ihrer Mimik und so, wie sie spielt, das ist was man sehr oft bei japanischen Idols so sieht. Genau, die ja scheinbar privat auch eine ganz... Also ich habe irgendwie so ein Video gesehen von ihr vor 2 Tagen, wo sie sich quasi in so einem Musikvideo verabschiedet von ihrer Idol-Karriere und darüber singt, dass sie halt eigentlich privat überhaupt kein Idol ist von ihrer Art und eigentlich total auf Rock und Metal und auf das ganze Zeug steht und eigentlich darauf überhaupt keine Lust mehr hat. War interessant, dass sie sich jetzt wahrscheinlich mehr auf das Schauspiel konzentriert. Ja. Aber insgesamt wirklich ein schönes Ding. Ähnlich zu dir, Robert, war es jetzt auch so, wie ich mir dachte, okay, ich kann wahrscheinlich nicht allzu viel darüber sagen. Also er hat dann schon trotzdem viel so verspielte Elemente drin, wo ich finde, dass es schwer ist, da wirklich so seine Zähne reinzuschlagen. Also er ist halt sehr, sehr leicht, locker und verspielt und kratzt halt natürlich viel nur an der Oberfläche an. Das wäre auch so einer meiner Kritikpunkte eben, aber das will ich später ausführen, will ich jetzt erstmal nicht unterbrechen. Genau. Nö, aber so insgesamt hat er mir sehr gut gefallen, war ein schönes Ding, ja. Ja, aber wenn jetzt Johannes schon mehr oder weniger angedeutet hat, okay, dann leg doch mal ein bisschen los. Pack mal aus. Als der Mensch, der den nicht so toll fand. Also, so gut wie wir. Ich kann ja erstmal sagen, also als ich die Auswahl von den Filmen von der Nippon Connection gesehen habe, da so durchgegangen bin, war das so einer der ersten Filme, wo ich mir gesagt habe, oh ja, den muss ich unbedingt sehen. Das klingt so, als wäre das genau mein Teil. Und ich hatte wahrscheinlich ein bisschen zu hohe Erwartungen, muss ich dann halt erstmal natürlich sagen. Und letztendlich, also ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn halt nicht wirklich viel mehr als, ja, nett, ein Filmchen übers Filme machen, wie es Thomas eben auch schon gesagt hat, eben durch dieses etwas grobe, dieses, ja, wir haben nicht die tollen, teuren Mittel und so weiter, die ja dann auch, das fand ich so eine lustige Szene auch beispielsweise, wo man halt dann sieht, wie eben die anderen SchülerInnen den Film, also diese romantische Komödie drehen, die haben eine teure Drohne und so weiter und die sagen, wie kann es denn sein, die machen so einen Scheiß und haben das ganze tolle Equipment und wir haben hier die richtige Leidenschaft und wir haben gar nichts und so weiter. Also
das ist was, das man auf jeden Fall schon daran spürt. Und was mir eben, und wir haben natürlich auch diese Bezüge, dadurch, dass ich sie natürlich auch verstanden habe, sage ich mal, gefallen, die sagen, oh mein Gott, Shintaro Katsu, oh mein Gott, wir spielen jetzt das Duell aus Harakiri mit Regenschirm nach. Oh mein Gott, du liest das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Aber insgesamt würde ich halt sagen, dass, auch wenn das alles ganz nett war, mir schien es halt größtenteils so, als wären das halt eher so Gesten, um zu zeigen, man hat jetzt voll die Leidenschaft fürs Filmemachen und so weiter und so fort. Man kann das wiedererkennen. Aber so die letztendliche Qualität von der Geschichte und was damit dann quasi an irgendwie einem eigenen Beitrag gemacht wird, da hat es mir irgendwie gefehlt. Also und genau, halt auch eben, wie dann diese Zeitreisegeschichte dann später mit reinkommt. Da habe ich irgendwie wenig Grund für gesehen, außer, ja, wir müssen jetzt halt noch eine Referenz an das Mädchen, das durch die Zeit sprang irgendwie. Und da ist ja auch wirklich diese eine Szene, die ist fast eins zu eins wie dem Obayashi-Film, ich glaube, in dem Chemieraum oder so. Also es wirkt doch so ein bisschen sehr schemahaft im Vergleich zu eben, ja, anderen so Low-Budget-Filmen, die halt auch, also da geht's dann ja auch, also ich musste sowohl bei dem hier als auch dem zweiten, den wir heute besprechen würden, so ein bisschen an One Cut of the Dead denken, weil der ja auch so sehr rough around the edges ist, wobei es ist ein bisschen unfair, den damit zu vergleichen, weil One Cut of the Dead natürlich nochmal einige ziemlich andere Dinge macht, aber ja, irgendwie, da schien mir kein so starker eigener Impuls, keine irgendwie nix dabei gewesen, was mir jetzt, was mich jetzt sagen lassen würde, ja, das ist jetzt wirklich was Außergewöhnliches, wo ich wahrscheinlich mich jetzt auch noch in ein paar Jahren dran erinnern werde, dass ich den geguckt habe. Bei One Cut of the Dead werde ich das auf jeden Fall machen. Genau. Und ein ganz, ganz simpler Kritikpunkt noch, ich fand die Musik wirklich nicht besonders gut. Ja. An die kann ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr erinnern. Ich auch. Besser so wahrscheinlich. Also, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Das hatte ich bei einem Freund, der den schon etwas früher gesehen hat, gelesen. Der hat gemeint, der Soundtrack war ganz furchtbar. Wahrscheinlich wäre es mir sonst auch nicht aufgefallen, aber ich habe dann halt so im Hinterkopf gehabt. Oh, der meint, der Soundtrack ist ganz schlecht. Und dann war es halt, ja, oft halt einfach so ein bisschen Gedudel halt. Ja, aber halt, also alles nichts, was jetzt irgendwie besonders dramatisch wäre. Es war halt einfach. Ich hatte halt so eine gewisse Erwartungshaltung, an das die der Film halt letztendlich nicht für mich erfüllen konnte. Naja, genau. Aber wenn die Musik furchtbar ist, dann bleibt die dir ja auch eigentlich im Kopf, wenn das so ist, oder? Ja, also ich kann mich jetzt nicht mehr an die Lieder erinnern. Ich habe es nur während des Schauens gemerkt, dass sie halt mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Okay, verstehe. Meinst du mit der Szene im Chemielabor war das, wo die sozusagen diese Zeitreise nochmal erklärt haben, wie das funktioniert, ja, und dann das so komplex war, dass das wieder keiner gecheckt hat? Genau. Okay, genau. Verstehe. Also ich finde, der Film hat halt, man merkt dem Film ein bisschen an, dass es ein Debütfilm ist, glaube ich, und es wirkt halt, der wirkt halt auch eher so wie ein junger Regisseur, der sich denkt, okay, ich mache jetzt einen Film, über ein Thema, das mir am Herzen liegt, selber. Also wahrscheinlich ist er als junger Regisseur, ich weiß nicht, wie jung er tatsächlich ist, aber wenn das sein Debütfilm ist, tendenziell vermutlich eher jünger, der sich halt denkt, okay, er macht jetzt einen Film über das Filmemachen, wahrscheinlich, weil er selber großer Filmfan ist, was ja bei vielen Regisseuren vorkommt. Ich habe ja letztens erst erfahren, dass es nicht immer der Fall ist, dass Regisseure auch wirklich Filmliebhaber sind. Also ich habe mir letztens vom Cuts-Podcast das Special über David Cronenberg angehört, wo ich auch erfahren habe, dass er zum Beispiel ein Filmemacher ist, der Filme überhaupt nicht, also er ist überhaupt kein Filmfan in dem Sinne, im Gegensatz zu so jemandem jetzt wie Scorsese oder so. Aber ein Großteil der Filmemacher hat man ja schon, also es gibt viele Filmemacher, die haben viel zu sagen und nutzen einfach nur Film als ihr Medium, mit dem sie es ausdrücken können. Und es gibt einige Filmemacher, die halt die Möglichkeit haben, Filme zu machen, aber vielleicht nicht gar so viel wirklich zu sagen haben, sondern einfach nur sich nur für das Medium an sich begeistern und versuchen, wie sie mit dem Medium quasi experimentieren können. Und da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt vielleicht eher wirklich wie so eine Probefahrt. Man will jetzt einfach mal schauen, was man technisch machen kann. Das ist ja auch nicht verkehrt, also. Wie gesagt, ja, für das, was er ist er nett, aber viel mehr auch nicht.
Also ich glaube, es wäre halt schon besser gewesen, wenn das halt noch so ein bisschen verrückter und exzentrischer gewesen wäre. Mhm. Also das hätt's wahrscheinlich für mich gemacht, aber ja, gut. Es ist schon süß, denen halt bei ihren Besenkämpfen und so weiter zuzugucken, aber genau, so ein bisschen mehr hätte es dann schon noch sein können. Ja. Ein Besendämon. Ich glaube, die Stärke des Films ist auch seine Schwäche. Nämlich, dass es wirklich am Ende ein gut funktionierender Feel-Good-Film. Und um dieses gute Gefühl aufrechtzuerhalten, geht er natürlich nicht dahin, wo es wehtut. Also unsere drei Heldinnen, also Barefoot und ihre Freundinnen und auch die dazugeholt werden, das sind ja lauter Außenseiter. Und gerade im japanischen Film wird ja immer wieder gezeigt, wie man als Außenseiter in der Schule in Japan auch unter die Räder kommen kann. Und das ist eine todernste Angelegenheit. Mhm. Und hier gibt es nur die Sunny Side der Außenseiter. Die sind irgendwie anders und cool und für sich. Und als sie aber was Cooles abliefern, dürfen sie das auch. Und es gibt da aber keine Benachteiligungen, keine Konsequenzen. Mhm. Und ich habe andere Filme wie Being Good und viele andere, die in Schulen spielen, da noch in Erinnerung, wo es dann, wo man da wirklich die Hölle sieht, die man dann in der Schuluniform erlebt, und das wird hier komplett ausgeblendet, ja. Und damit bleibt halt dieser Wohlfühlfilm erhalten. Auch diese Sache mit der, es gibt in der Zukunft keine Filme mehr. Ja, da ist natürlich ein unglaubliches Potenzial, das er mit diesem Satz aufmacht. Das ist der Gänsehautsatz gewesen für mich in dem Film. Und das wird natürlich aber sehr komplex und würde einen Feel-Good-Film auch sprengen. Wenn man das jetzt aber tatsächlich durchdeklinieren würde, ist das dann ein Abenteuerfilm, ein philosophischer Film? Was passiert jetzt nach diesem Satz? Aber es verläuft sich, und dieses Motiv, das wird nicht ernsthaft zu Ende gedacht, was natürlich auch schade ist, wo er dann auch eine Idee eigentlich verschenkt. Ja, im Grunde steht dieser Film noch aus, ein Zeitreisefilm, um das Kino zu retten. Ja, das ist eigentlich eine ganz großartige Idee. Reist er an, aber fügt es natürlich dann nicht zu Ende. Alles um diesen Wohlfühlfilm dann auch eben das auch sein zu lassen, damit der am Ende auch funktioniert. Wie gesagt, seine Stärke ist da halt auch seine Schwäche. Vielleicht ist es auch so eine Sache eben dafür, dass es sein Debüt-Spielfilm ist, war das, ja? Mhm. Auf Nummer sicher zu gehen, nicht allzu sehr experimentell zu sein, vielleicht, dass dann auch die Zuschauerschaft sozusagen ihn so ein bisschen auch kennenlernt, was man so in Zukunft vielleicht erwarten kann von seiner Arbeit, so, ob das in eine ähnliche Richtung gehen wird oder doch ganz woanders, oder eben, ja, zu euren Anmerkungen wollte ich das noch hinzufügen, dass da vielleicht nochmal auf Nummer sicher gehen wollte und vielleicht nicht allzu viel aufreißen, aufgerissen hat er ja einiges, aber halt nicht zu viel zu Ende führen wollte, konnte. Lass ich mal so stehen. Was ich noch sagen wollte, sorry Daniel. Ich fand das super. Ich war ein bisschen neidisch, als die Marika Ito reagiert hat auf Michaels Review und auf Basti. Weil ich finde die echt super. Und da habe ich echt so gedacht, so scheiße. Käse, auf mich reagiert die kaum. Ja. Wie hat sie tatsächlich ein bisschen Fan von ihr geworden? Hat sie tatsächlich sich gerührt, oder wie? Ja, auch auf Twitter hat sie retweetet und kommentiert und Kram. Mhm. Ja, das finde ich immer sympathisch, wenn das passiert bei so kleineren japanischen Filmen. Das ist mir auch einmal beim Filmfest Hamburg tatsächlich passiert, bei dem einen japanischen Film, den ich da gesehen habe. Ja, aber ich möchte jetzt hier noch ein bisschen Liebe für diesen Film verstreuen, denn einerseits habt ihr natürlich alle recht, der Film, der macht nichts wahnsinnig Außergewöhnliches. Ne, irgendwann, klar, kommt diese Zeitreisegeschichte rein, aber wie er schon sagte, die wird jetzt nicht so übermäßig aufgebaut, sondern dieses Ding, so Filme dauern in der Zukunft nur noch irgendwie eine Minute, hat mich ein bisschen an Demolition Man erinnert, mit den Minisongs, die früher Commercials hießen. Ne, fand ich so ganz, ganz nett, das so als kleines Ding reinzuwerfen, aber es hat ja mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun.
Was ich aber gut finde, ist einmal halt, auch um das noch ein bisschen einzuordnen, ich würde sagen, das ist schon ein ziemlicher Mainstream-Film. Einerseits für wirklich Schüler, die vielleicht ein bisschen an auch Nicht-Hollywood- oder Romanzenfilme rangeführt werden sollen. Andererseits eben auch für dieses typische Publikum, das sich zurücksehnt nach der Schulzeit. Mhm. Denn für viele ist ja die Schule tatsächlich irgendwie so die Zeit, die sie genießen konnten. Mhm. Ne, wenn sie dann später im harten Alltagsleben hocken. So dieses typische Ding, warum schaue ich mir Anime über Highschool-Schüler an? Das ist ja genau das Gleiche. Dann ist natürlich das Ding, klar, wir sind hier völlig frei von irgendwie Mobbing-Geschichten. Das ist ja auch das Ding, dass unsere Protagonistin zwar eine Rivalität zu dieser anderen Filmemacherin sieht, die andere das aber überhaupt nicht. Mhm. Die findet das cool. Die macht auch einen Film. Die macht da irgendwas anderes, aber ist ja cool. So, mhm. ne? Und das war ja eine komplett einseitige Geschichte und das finde ich eigentlich relativ niedlich, dass das so aufgebaut wird. So für sie ist das so die der Erzfeind, das Erzböse und ja, das ist einfach cool. Du magst Samurai-Filme, auch geil. Ne? So. Und finde ich alles eigentlich ganz niedlich und irgendwann verbünden sie sich ja dann natürlich auch und dann kriegen sie plötzlich die geilen Schienen für ihre Kamerafahrten geliehen und all so Kram mhm. und also schön, also das ist halt wirklich, ja, entweder für die jungen Leute zu zeigen, hier Schule ist geil und das ist ja auch das Ding an japanischen Schulen, die haben ja tatsächlich auch ihre Kulturfeste und ihre Clubs, das ist ja hier so ein Filmclub, der eben nur Finanzen für einen Film hat, deswegen müssen die anderen das anders machen und ich kenne das ja auch von meinen Schülern, die freuen sich tierisch auf diese Sport- und Kulturfeste an der Schule, das ist ein Riesending, ne, und mhm. dementsprechend finde ich das total in Ordnung, dass man hier komplett ausblendet, dass Schule auch Hölle sein kann. Ist okay, wird in den Film nicht passen. Ne? Und genauso dann, wenn sie plötzlich anfangen, über hier Shintaro Katsu zu reden, fand ich ganz, ganz grotesk. Irgendwie junge Mädchen, die ja. über den reden, als wäre er tatsächlich so geil, wie ihn die Frauen in den Filmen finden. Ganz, ganz bizarr. Aber wundervoll. Und auch ihre Namen, die Protagonistin heißt ja quasi Barefoot. Die anderen waren was, Kickboard und Hawaii Blue? So ein bisschen Hausu-mäßig, nur dass es hier nicht erklärt wird, ja, warum die so heißen. Ja, genau. Ganz, ganz schräg. Ich fand auch diese angedeutete homosexuelle Liebe von Kickboard zu Barefoot ganz niedlich, was da irgendwie so unterschwellig mitschwang, weil sie ja immer da sitzt und mit den Samurai-Filmen guckt, obwohl sie die eigentlich gar nicht interessieren. Ne? Also dieser Film, der macht ganz, ganz viele kleine, schöne Sachen. Mhm. Und das reicht für mich, dass ich den wahrscheinlich noch 20, 30 Mal gucken werde und da einfach mitgerissen bin. Mhm. Ja. Das ist halt, wie er schon sagt, das ist ein Wohlfühlfilm. Das ist nichts super Intellektuelles, das ist nichts super Anspruchsvolles. Aber das ist ein Film, den kann ich mir noch 20 Mal angucken und der macht mich glücklich ja. und das ist eine super Sache. Mhm. Genauso wie jetzt zum Beispiel hier Woodsman and the Rain ist eine ähnliche Sache. Mhm. Wenn hier Yakusho Koji plötzlich als Waldarbeiter in die Dreharbeiten von einem Zombie-Film gezogen wird. Ist auch nicht viel deeper oder tiefsinniger oder was, aber ist halt auch so ein Ding, das funktioniert bei mir einfach. Dieser Film drückt alle Knöpfe, damit bei mir im Hirn irgendwas explodiert und ich alles geil finde. Und insofern, da kann ich ganz, ganz viele Punkte rauspicken, wie ihr das jetzt getan habt, wo ich sage, ja, das ist jetzt gut. Nicht revolutionär, aber gut. Aber das funktioniert für mich alles gut genug, dass ich da von Anfang bis Ende sitze und, oh, ist das schön. Ja. Und das reicht für mich vollkommen hin. Ich wollte gerade auch sagen, ich meine, wir haben jetzt schon öfters drüber gesprochen, dass der Film nicht besonders tief ist und ja klar, dass er halt einfach nur ein nettes Ding ist. Das heißt ja aber nicht, dass nur weil man jetzt vielleicht auch nicht so viel über einen Film sagen kann, weil er eben nicht so tief ist, dass er deswegen schlecht ist. Vielleicht wäre er schlechter, wenn er genau das eben versuchen würde. Also dadurch wird ja auch diese Stimmung von dieser Highschool-Zeit so gut auf den Punkt gebracht, also dass du das als Zuschauer einfach spürst, diese Unbeschwertheit, dass es eben nicht darum geht, dass da jetzt irgendwelche großen Hindernisse da sind, sondern dass es sich eben so anfühlt, wie eben eine Schülerin in dem Alter gerne ihre Schulzeit auch in Erinnerung haben will, als eine Zeit, wo man einfach nur unbeschwert seinen Leidenschaften nachgehen kann und Sachen am Schluss auch alle gut werden. Und das ist ja dann auch was, wo man sagt, okay, auf so einer rein emotionalen Ebene spürt man das auch als Zuschauer. Am Schluss kann man vielleicht eben nicht so viel dazu sagen, weil es eben eher auf so einer Bauchgefühl
Sache dann beruht und bleibt. Aber das heißt ja, also wenn man jetzt sagt, okay, man podcastet jetzt über den Film, dann ist es ja oft so, dass man sich denkt, so okay, man hat nicht so viel darüber zu sagen, also heißt es, der Film war schlecht. aber im gleichen Moment kann das ja eben was Positives sein. Also am Schluss hat man ja vielleicht dann doch eben viel zu sagen, genau über das. Genau. Manchmal ist auch wichtig, dass der Film nicht mehr sein will, als er ist. Richtig. Genau. Ja, dass das tatsächlich zusammenpasst. Aber ihr müsst mir ein bisschen helfen. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass ich etwas im Film nicht verstanden hatte. Und zwar die Motive, wie sie das Ende gestaltet. Dass sie den Film anhält und dann ein Ende mit den Besen spielt. Abgesehen davon, dass das natürlich dann so ein Real-Life-Event ist. Was jetzt aber eigentlich die Aussage dahinter war, dass sie dieses Ende umschreibt und warum das dann so gestaltet ist, wie es am Ende gestaltet ist. Das ist etwas, was bei mir so die bis dahin existierende Euphorie auch so ein bisschen ausgebremst hat, weil ich dann dachte, oh mein Gott, ich habe es nicht verstanden. Was helft mir weiter? Ich glaube, das hat was damit zu tun, weil sie die Barefoot erfährt ja irgendwann im Film, dass sie ja eine sehr große Regisseurin sein wird, sehr große Filmemacherin und dass der Zeitreisende ja ein Fan von ihren Werken ist, aber auch alles von ihr kennt, außer ihr Debütfilm halt. Und dementsprechend hatte sie auch ordentlich Druck, auch vermutlich auch dank dieser Info, und wusste auch sehr lange nicht, wie soll sie den Film enden lassen. Und es ist halt nur eine Theorie. Ich glaube halt, dass sie wirklich, als sie den Film auch fertiggestellt hat, dann auch dachte, okay, nee, so soll das auch nicht enden, vermutlich. Ja, das Ding ist ja. Nee, Michael, sag ruhig. Das Ding ist ja so, klassischerweise im Samurai-Film muss ja am Ende einer sterben. Wir haben einen Guten und einen Bösen und einer muss sterben, mindestens, wenn nicht beide. Und hier ist jetzt das Ding, dass sie irgendwann sagt, so, sie will aber hier einen ganz großen Ausdruck von Liebe und Zuneigung zeigen, weil sie auch so den Input von ihrer quasi Rivalin bekommt. Und dann denkt sie sich, oh mein Gott, ich mach das ganz anders, ich lasse am Ende beide überleben. Und das ist das Ende, was sie gedreht hat. Und dann durch diese Info, dass sie halt diesen Debütfilm, weil dieser Zeitreise mitspielt und er das in der Zukunft halt nicht sehen darf, dass er damit gespielt hat, weiß sie, sie muss diesen Film zerstören. Und dadurch wird ihr irgendwann klar, dass eben diese Sache mit Verlust und so weiter vielleicht der größte Ausdruck der Liebe ist. Und dass es in einem Samurai-Film diese quasi Liebe zwischen Protagonist und Antagonist sich dadurch dann quasi in absolute Höhen steigert, dass eben am Ende einer sterben muss. Ne? Mhm. So habe ich das jetzt aufgefasst. Oder hat Robert vielleicht noch eine andere These? Dazu nicht, Michael. Ich wollte dich nochmal auf das ansprechen, was du jetzt so grundsätzlich als eben so den Hauptappeal von dem Film herausgestellt hast. Eben das mit dem, hatten wir ja, glaube ich, auch bei anderen. Gott, ich muss die ganze Zeit husten. auch bei anderen Besprechungen halt in Bezug auf, ja, eben Idealisierung der Highschool oder eben auch Universitätszeit und so weiter. Mir ist da nämlich noch eine Anime-Serie eingefallen, die, wie ich finde, das, was It's a Summer Film macht, noch mal deutlich besser macht. Hast du wahrscheinlich noch Haruhi nicht... Haruhi Suzumiya. nicht ganz, weil da geht es nämlich auch ums Filme. Aber hast du was auch drin? Genau. Nee, aber geht es ums Filme beziehungsweise Anime machen, nämlich Keep Your Hands Off Eisuken. Ja, habe ich auf meinem Seeplan aber noch nicht gesehen. Sieht ganz fantastisch aus. Das ist ja dann tatsächlich auch eine, ja, wie du sagst, eine Serie übers Anime machen, die dann eben auch die ganzen verschiedenen Animationssachen durchexerziert. Genau. So, und wie ich das verstanden habe. Ja. Genau, aber es geht eben auch um einen Highschool-Club, der das macht. Man hat halt nochmal mehr Einblick eben in die drei, also es sind halt auch drei Schülerinnen, die das machen. Man hat halt nochmal mehr Einblick in deren verschiedene Motivationen, deren Hintergründe und so weiter. Es wird halt beispielsweise auch nochmal vertieft. Und also ich finde eigentlich, in diesem Vergleich sehe ich, dadurch, dass ich Eisuken halt so unfassbar gut finde und hier jetzt halt eher so ist ganz nett, da wird halt auch viel mehr eben die Hindernisse thematisiert, die sie haben. Weil sie bekommen beispielsweise ihren Club am Anfang gar nicht angemeldet, weil es gibt schon einen Club für Realfilm und dann
tricksen die da so ein bisschen rum und die müssen halt auch immer das Budget bekommen für ihre Filmprojekte und so weiter. Und da ist eben eine, die erpresst dann immer irgendwelche Leute. Also es ist halt eben auch nochmal verrückter und exzentrischer. Und wir bekommen halt auch nochmal mehr eben Eindruck von dem, wie dann das fertige Werk aussieht, weil sie dann halt, es sind dann immer so Kurzfilme und dann sind eben die drei Hauptfiguren in dem Werk, das sie gerade erschaffen haben. Also es ist nochmal lebendiger, nochmal etwas komplexer und so weiter. Und genau, also da ist eigentlich fast alles drin, was mir hier in diesem Film so ein bisschen gefehlt hat. Ja, da sind wir natürlich aber auch schon wieder bei einer ganz anderen Güteklasse. Das ist ja eine Serie von Masaaki Yuasa, genau, der dem Gott. Sehr wohl etablierter Anime-Produzent ist. Alles von seinem Studio Science Sadu produziert mit einer Manga-Vorlage. Es gibt auch mittlerweile einen Realfilm und eine Fernsehserie, eine Realserie. Ich bin da mal interessiert, wie gut die das hinkriegen. Ja. Ja, aber klar, das ist wahrscheinlich einfach schon allein, weil eben Yuasa dran ist, der halt ja patentierter Wahnsinniger ist, ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, da können wir gerne an anderer Stelle drüber reden, da bin ich sehr interessiert dran. Ich habe es auf meinem Seeplan, es ist ja auch nicht sehr lang und da können wir gerne an anderer Stelle drüber reden. Genau, also klare Empfehlung dafür, ja. Okay, gefühlt haben auch einige Leute den Film sich ausgewählt, weil sie eben die Serie kannten, was ich irgendwie jetzt gemerkt habe. Ich habe mal auf Letterboxd nach so ein paar Reviews geschaut zu It's a Summer Film und da kamen eben auch viele Kritiken, die geschrieben hatten oder ein, zwei, die eben meinten so, I was hoping for that for more Eizouken-Feeling und ich dachte mir, was meinen sie damit da wieder? Das ist jetzt wieder irgendein japanischer Begriff, den ich nicht kenne, von einem bestimmten Genre, sowas wie, keine Ahnung, Isekai oder so. Und bin dann eben auch auf die Serie gestoßen. Kannte ich auch nicht, aber bin ich mal gespannt, ist vielleicht wirklich mal wert reinzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Thomas, hatten wir jetzt eigentlich deine Frage zum Ende gewinnbringend klären können. Ja, ja. Ich denke schon. Und ich glaube, das Geheimnis, warum er dir gefällt, ist, weil er gleichzeitig eine Komödie und eine Liebesgeschichte, Coming-of-Age-Film ist und Samurai-Film ist und Film über Film. Es ist halt alles drin. Es ist nicht der beste Film übers Filmemachen. Und es ist nicht die beste Komödie, aber es ist definitiv die seit langem beste Mischung aus Komödie, Coming-of-Age, Liebesgeschichte, Science-Fiction und bla bla bla. Ja. Ja, ein ähnliches Phänomen hatte ich vor ein paar Jahren auf der Nippon Connection, als ich irgendwie der Einzige war, der sich Parks angesehen hat. Und ich kam da raus und ich weiß, das ist genau wie dieser kein wahnsinnig weltbewegender Film, aber ich kam aus dem Film raus und habe jedem erzählt, du hast gerade den besten Film der Nippon Connection verpasst. Ne, weil das einfach auch so ein Ding war, du guckst dir diesen Film an und du fühlst dich einfach gut. Und das hatte ich hier eben auch. Der macht nichts Revolutionäres, der drückt alle Knöpfe so. Bei mir ist dann im Hirn einfach Ekstase-Explosion und ich find's geil. Vielleicht war das auch so eine Mischung oder beziehungsweise so ein Film, was Michael und ich gebraucht haben. Jetzt bei dieser ganzen Situation da außerhalb, was da alles passiert. Ich kann ja auch gerade mal gucken. Ach so, ja, nee, ich habe den auch so ein bisschen in meinem Comedy-Rausch gesehen. Und hinterher hatte ich Company Retreat, was dann so ein richtiger Downer war. aber ja, nee, also wirklich, ich fand den hier ganz, ganz großartig. Nee, der war ja in dieser Comedy-Bundle ja dabei, bei der Nippon Connection. Ja, ich nehme an, da haben es dann auch wahrscheinlich einige Leute drüber gesehen. Ich finde das ja immer ganz spannend. Gefühlt schauen sich nicht viele Leute Komödien an. Und dann höre ich aber zumindest zum Beispiel so, dass das hier Third Window Films nur existiert, weil die Komödien so gut laufen. Und ich denke mir so, wer guckt die Komödien? Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Film aber als so eine Miniserie produziert werden wird, dann hätte er vielleicht tatsächlich sowas wie sowas in einer Qualität von sowas wie Hibana oder sowas rauskommen können. Es wäre natürlich nochmal eine Stufe toller gewesen, aber mein Gott, muss ja nicht sein. Hibana ist Hibana und. Doch, ja, Hibana. Muss ich auch irgendwann nochmal ausgiebig drüber podcasten. Aber ich finde halt, dass dieser Film halt das, was er anpeilt, sehr, sehr gut macht.
Und der zielt jetzt nicht gerade hoch. Mhm. Also das Ziel wird, glaube ich, gut erreicht. Ja. Aber haben wir sonst noch irgendwas zu diesem Film oder wollen wir für diesen Teil Schluss machen? Glaub, der Aspekt, der mich auch noch begeistert hat, war auch einfach diese, wie du schon meintest, Michael, so, es gibt zwar schon eine Rivalität, aber nur halt von einer Seite, ne? So, weil diese beliebte Schülerin, die sieht die Barefoot gar nicht als Rivalin, sondern so halt als jemand, die auch ihr eigenes Ding macht und das, was sie auch fasziniert, und einfach diese dieses Gefühl von Teamarbeit, das finde ich halt sehr schön, diese Kooperation, diese, dass jeder dieser Außenseiter irgendwie ihre Stärken hat, so keine Ahnung, die zwei Jungs, die anhand eines Baseballspiels, anhand eines Schlags unterscheiden können, wer da schlägt und was das, ob das ein Curveball ist oder ein Homerun, dass die dann, keine Ahnung, in den Sound gehören. Und dieser Typ, der so einen fetten Fahrrad hat mit super vielen Lampen, dass der dann irgendwie das Licht übernimmt. Dass jeder so irgendwie seine Stärke einbringen kann. Unter anderem auch der Protagonist, der in die durch die Zeit gereist ist, dass der auch diesen Protagonisten dann auch im Film dann auch spielen kann. Und was für mich halt auch schöner gemacht hat, war dann, als man irgendwann gemerkt hat, so, okay, mit dem Film da kommt's nicht voran. So, die Barefoot schreit die ganze Zeit Cut, 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 weil eine Szene halt nicht funktioniert. Und man hat auch bei den Rivalen gesehen, dass da auch, glaub, eine Darstellerin musste ausgetauscht werden. Meine ich. Ja. Dass das alles halt so zusammenkommt, dass aus dieser einseitigen Rivalität trotzdem halt so eine gemeinsame Sache wird. Auch diese Zeitrafferbild, wie sie gemeinsam am Editieren sind und das Tag und Nacht, und man sieht halt auch, wie die einzelnen Drehteams auch miteinander interagieren, irgendwie sprechen, irgendwie was spielen oder ähnliches, und dann auch am Ende dann die zwei Regisseurinnen zusammen dann auch eine Liebeskomödie, nee, nicht Liebeskomödie, ich glaube, das war einfach eine Romanze, sich dann angucken und sich beide die Seele aus dem Leib heulen. Ich fand das, diesen Aspekt fand ich, glaube, wirklich am schönsten daran, dass du hast mitgeheult. Nee, das nicht. Nee. Geheult habe ich bei einem anderen Film letztens. Du hast nur durch deine Augen geschwitzt. Nee, so heiß war es nicht. Nee, aber es war etwas. Das war auch, glaub, mein, nee, das war nicht mein erster Film aus der Nippon Connection, das war mein zweiter. Mein erster war Special Actors. Aber das war auch so, was ich gebraucht hatte, irgendwie gerade zur Zeit, als auch privat und keine Ahnung, auch arbeitstechnisch einfach. Genau. Was halt auch ganz schön ist, ist, dass er eben zeigt, weil ihr jetzt auch gemeint hattet, ja, es ist diese einseitige Rivalität, dass es auch total gut auf den Punkt bringt, wie man sich oft fühlt, wenn man jetzt für irgendwas eine totale Leidenschaft hat. Und du beobachtest eine andere Person, die quasi viel mehr Mittel hat, um dem nachzugehen, das dir eigentlich total wichtig ist, die andere Person es aber überhaupt nicht wertschätzt, sondern einfach nur jetzt, ja, so ein bisschen die Möglichkeit hat, das eben zu machen, aber dann 1000 technische Mittel gestellt bekommt, um so ein Schulprojekt durchzuführen, und dir als leidenschaftliche Person werden quasi die Steine in den Weg gelegt und du dann natürlich schon so eine Frustration spürst, dir zu denken, ja, warum bekomme ich das nicht? Ich mache da ein viel besseres Ding draus, was natürlich auch immer ein bisschen so eine Überheblichkeit oft ausartet, also ich meine jetzt im wirklichen Leben. Ja, das fand ich auch ganz nett, dass es da auch ein bisschen zumindest angekratzt wird. Eskaliert ja nie, zum Glück, aber es geht so in diese Richtung oder zeigt das so ein bisschen auf, was man ja vielleicht selber auch schon mal oft erlebt hat im eigenen Leben, wenn man mit so... Ja, ich glaube... Ja. Ja. Ja.
Apropos erlebt im eigenen Leben, ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf meine absolute Lieblingsszene eingehen. Oh Gott, ja. Und das ist die Szene, in der sie etwa so in der Mitte des Films, auch in der Mitte der Filmproduktion, bevor die Konflikte mit der Schlussszene aufkommen, dann sitzen sie dann nach einem erfolgreichen Drehtag abends zusammen, haben sich angefreundet und reden da alle wild durcheinander und lachen. Und da gucken sich die Kamerafrau und Barefoot einmal an, und sie spüren gerade den Moment, dass das jetzt praktisch das Paradies ist. Mit Freunden kreativ zu sein und nach einem kreativen Tag zusammenzusitzen und zu chillen und zu reden. Und das fand ich, ist so ein Gefühl, das ist ganz, ganz toll übergesprungen. Und das war für mich so der schönste Moment, wo ich mich dem Film auch ganz nah gefühlt habe. Sehr schön. Ich habe noch eine kleine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, und zwar dieses Ding, was quasi als Manifestation des Hasses für diese romantische Komödie und alle Personen, die damit dran arbeiten, genommen wird, ist ja dieses Bild, wie die Protagonistin und der Protagonist des Films einfach nur dastehen und sich gegenseitig anschreien, wie sehr sie sich lieben. Und immer wieder nur, oh, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja. Und das finde ich ganz wunderbar. Ne? Da kommt gut drüber. Und ich glaube, mit diesem Gefühl, so, oh, warum kriegen jetzt diese Leute, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, so viel Unterstützung, während hier wir, die coolen Checker, gar nichts haben. Ich glaube, da können sich sehr, sehr viele mit identifizieren, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja. Ich glaube, das Gefühl kennen viele, viele Leute. Ja. Sollen die dich mal auf Patreon unterstützen, Michael? Ja, was für ein Patreon? Was? Nee. Schreien wir uns jetzt auch gegenseitig an, wie wir uns lieb haben. Ich liebe euch! Gut, ich glaube, das ist aber ein schönes Schlusswort. Oder hat noch irgendwer was zu diesem Film zu sagen? Oder wollen wir für heute beenden? Ja? Jo. Gut, dann hat mich das gefreut und wir hören demnächst mehr von der Nippon Connection. Tschüss. Bis dahin. Auf ciao.